Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Maker 2. In der letzten Folge haben wir die ganzen tollen Wuffi-Wuffi, Schnuffi-Kluffi-Aufgaben gemacht. Und ich habe gesehen, hier ist der lila Tod und der will auch irgendwas von uns. Wenn du irgendwann gegen den Krieg Piranha unternehmen könntest, stünde diese Röhre offen. Ja, machen wir. 3 Sterne, easy peasy. Besiege alle Krieg-Piranhas und erreiche das Ziel. Was sind denn schon wieder Krieg-Piranhas? Der Tod meinte eben noch mit B gedrückt halten oder sowas, kann ich eine ganz tolle Attacke machen und damit irgendwie diesen Piranha töten, aber gar kein Plan. Ist das diese Weitspring-Attacke oder was soll das sein? Ja, nee, warte, mit B? Wieso sagt er denn mit B? Hä, B ist bei mir einfach nur hüpfen. Ja, ach so, hä? Ich muss den wirklich einfach nur anhüpfen, mehr ist das nicht? Okay, den 12-Finger... Die 12-Finger-Dickdarm-Pflanze müssen wir also töten, ja? Okay, das ist gar nicht so einfach. Man muss quasi im richtigen Zeitpunkt, wie die Piranha-Pflanze auch weggeht, mit ihr zusammen nach unten gehen. Aber haben wir doch easy peasy geschafft. Die 10 Münzen nehmen wir natürlich auch noch mit. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Damn you, 10 Coins. Damn you. Verdammt. Ich krieg das nie wieder hin. Ja, easy. Die 10 Münzen hole ich mir diesmal nicht. Kann man hier noch rein? Nee, okay. Blödes Scheiß 10 Münzen. Habe ich voll getrappt. Mario! Puff! Einfach weg. Einfach weggrationiert hier. Jetzt können wir da also auch rein, ja? Oh, diese Röhre sollte dich auf geraden Wegen in die tiefsten Tiefen der Unterwelt führen oder so. Ach ja, dann einfach nur ins Abyss. Geil, gefällt mir. Gucken wir mal nach. Eimer in den Abyss, bitte. Alter, hier gibt's Münzis. 1, 2, 3, 4 und ne 30er Münze, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, wo ist Ratzelfummelwummeldudel, wenn man ihn mal braucht? Also bisher hat uns das wirklich nur Münzen gebracht, aber passt schon. Und er hat auch keine Aufgabe mehr für uns. Dann müssen wir halt ein bisschen Münzen sammeln, ne? Gut, machen wir das. Ich glaube, das nächste hat irgendwie 500 gekostet oder so. Heißt, wir müssen nur eine Aufgabe machen und dann können wir das nächste kaufen. Kettengreifer-Hängepartie. Am Grünschnabelzimmermann. Bei der Arbeit war nicht viel zu tun. Da habe ich mir ausgedacht, was man mit Kettengreifern alles anstellen kann. Wenn man ihnen zu nahe kommt, lassen sie fallen, was sie gerade gegriffen haben. Probier mal aus, ob du bis zum Ende kommst. Oh, ich glaube, das wird mir helfen bei meinem eigenen Level, weil ich wollte ja auch diese Kettengreifer irgendwie benutzen. Weil ich die Mechanik da ganz witzig finde mit diesen Hin- und Her-Pendeln. Hä, die Musik? Das ist doch keine Mario-Musik, oder? Okay, der... Was ist das denn? Okay, also der greift die Dinger da und wir müssen die anscheinend auch töten, damit wir einen Schlüssel bekommen. Warum? Was ist das für ein Soundeffekt? Ja, lass los. Okay, 1. Wie viele müssen wir denn davon töten, dass hier irgendwas passiert? Wahrscheinlich alle? Hä? Kettengreifer? Nee... Den muss man locker hier nach links rüberbringen. Okay, jetzt verstehe ich's. Ja, dann nehmen wir mit und lass den dann hier irgendwo fallen. Genau. Nein! Gumba, du sollst weiterlaufen! Voll dahinter! Okay, so, jetzt läuft er hier rüber. Und dann aktiviert er bestimmt irgendein... Ja, irgendwas. Warum ist das so ein komischer Soundeffekt? Das ist sehr irritierend. Ich glaube, das war's noch nicht. Nee, da müssen wir noch mehr machen. Oh Gott, okay, nehm ihn mit. Nein, nicht hier. Ja, nehm ihn mit. Dann warten wir hier, dass er ihn hier fallen ist, weil der lässt ihn ja... Der lässt ihn ja immer da fallen, wo wir stehen, aber anscheinend doch nicht. Der lässt ihn ein bisschen dahinter fallen. Da denke ich mal, wir müssen hier stehen, wo die Münzen sind. So, lass fallen. Ein Pilzchen! Okay, und in dem anderen wird dann wohl der Schlüssel drin sein. Ja. Warum sind das diese Hentai? Oh Mann. Das ist kein echter... Kein echter Soundeffekt, oder? Da kommt vor allem noch so ein Hentai-Bild einfach. Was ist denn los mit dir, Nintendo? Was ist denn los mit dir? Na, lass mal los. Dann nimmt der Nächste den wieder mit. Nimm ihn mit! Ja. Und hier hinten. Ist ja egal, wo er ihn loslässt. Dankeschön. Danke für den P-Switch. Den kann ich ja auch nicht bewegen. Heißt, ich muss den auf jeden Fall... Oh. Okay, schon verstanden. Ich glaube, das langt von der Zeit her. So, nimm mal einfach einen mit. Genau. Ja, und dann lass ihn einfach irgendwann fallen. Ist mir egal. Ist mir nicht egal. Muss der tatsächlich da drauf?
Moment, dann stellen wir uns hier irgendwie hin, nicht wahr? So, lass los. Hey, nein, komm wieder her. Oh, so ein Dummkopf. Ach, komm schon. Und jetzt, ach komm, das war doch fast. Ja, okay, perfekt. Wir haben halt auch nicht mehr so viel Zeit, ne? 2 Minuten, aber ich glaube, das war's jetzt auch schon. Das war schon Next Level Shit hier. Oh, hier kommt noch mehr Next Level Shit. Okay, der muss auf jeden Fall da rein. Ich glaube, die Zeit langt nicht, wenn ich ehrlich bin. So, hier, lass los. Sehr schön. Ist er da drin? Jetzt kommt er hier runter. Und dann klauen wir ihn einfach mal sein Gefährt. Solange er sich wegschubst, dank. Schön dafür. Mit dem kann er auch nicht schießen, ne? Nee. Hier ist auch schon das Ziel. Das Level fand ich witzig. Aber ich glaube, so in dieser Art und Weise werde ich nicht mit den Greifhaken da agieren in meinem eigenen Level. Ich will schon, dass Mario selbst irgendwas machen muss. Und nicht, dass die Greifhake da irgend so einen Rätselscheiß machen. Aber gefiel mir auch ganz gut, das Level. Aber ich glaube, auf Dauer würde ich sowas nicht mögen. Guck mal, da fehlt einfach Peachs Bild. Das ist ja doof hier. Okay, und das günstigste kostet einfach 700. Heißt, wir müssen auf jeden Fall noch einen Auftrag machen. Die sind ja, glaube ich, alle 150 wert. Und dann sind wir gut dabei. Cheep, cheep, Schwärme. Mal diese Taucher, die man nicht versteht. Okay, was geht hier ab? Wieso gucken die so böse? Cheep, cheep sind doch lieb und nett. Fische sind allgemein sehr lieb und nett. Alle Arten und alle... Ja, jede Größe und jede Form und alle sitzen toll. Guck, die gucken schon netter hier, die roten Cheep Cheeps. Die sind mir sympathisch. Die grünen sind nicht so sympathisch. Ich habe das Gefühl... Mann, hier fliegt die ganze Zeit so eine Fliege vor mir rum. Die will bestimmt in meinen Mund rein. Das will ich aber nicht. Fliege, geh weg. Ich hab Zähne geputzt. So krass kann ich gar nicht stinken aus dem Mund. Und wieso will die sich einfach umbringen? Was ist los mit ihr? Was ist denn kaputt mit ihr? Oh Gott, hier sind komische Minen und alles Mögliche. Und ich habe das Gefühl, wir müssen hier relativ schnell vorbei, weil von links kommen die anderen Leutchen so an. Oh Gott, kann man sich eigentlich schneller fallen lassen irgendwie? Warte mal, das müssen wir gleich mal ausprobieren, ob man irgendwie eine Stampfattacke machen kann. Nee, geht nicht. Okay, aber Mittelpunkt erreicht. Easy. Hat aber auch nur 2 Sterne, ne? Ist aber quasi dann auch ein Side... Ist sogar tatsächlich ein Side-Scroller, oder? Nee. Vielleicht so ein individueller Side-Scroller? Das kann man nämlich auch einstellen, das habe ich gesehen, bei den eigenen Leveln. Man kann einstellen, wie schnell der Side-Scroller hin und her buddelt und auch irgendwie individuell. Keine Ahnung, was das dann bringt, dass er schneller wird, wenn man selber schneller ist oder wie. Aber so richtig verstanden habe ich das nicht. Das war aber ein sehr einfaches Level. Der große Cheep-Cheep da im Hintergrund. Da ist er wieder weg. Da hat er Angst vor uns, weil wir das Ziel erreicht haben. Das haben wir auf jeden Fall genug Geld. Hier 250 Münzen nochmal dazu geholt. Odette, ich hätte gerne den Westflügel. Ja. Eine Kanone. Die bringt uns bestimmt irgendwo hin. Und weiter geht's. 5 Stück braucht man dafür. Ach du Kacke, das wird immer teurer hier. Feuerklauen-Kutschen-Expedition. Klar. Die Feuerklauen-Kutsche ist bereit für ihre erste große Expedition. Let's go. Apropos Fliege, die hier rumfliegt. Heute ist einfach ein mini-kleiner Vogel, also so ein Babyvogel, in unser Haus reingeflogen. Ich habe mich voll gewundert, wo die herkommt. Dann hat er die ganze Zeit rumgemault. Das war strange. Was macht man denn dann auch? Man soll ja auch, ich glaube, also Vögel generell nicht berühren. Erstens wegen den Viren und sowas, die die haben können. Nicht, dass man da Tollwut bekommt. Keine Ahnung, kann man von Vögeln Tollwut bekommen? Ich habe gar keinen Plan. Aber die können wohl irgendwelche Würmer haben und so. Und vor allem, wenn die klein sind, dann soll man sie auch nicht berühren, weil wenn die dann wieder ihre Familie finden, also wenn die noch irgendwie abhängig sind von ihrer Familie und man die dann berührt hat, dann stoßen, glaube ich, meines Wissens, hier schon wieder diese Kackfliege, kann die jetzt mal weggehen hier? Dann stoßt die Familie die irgendwie ab, weil die anders riechen und dann denken die, nee, das ist nicht mehr mein Kind. Das riecht ja anders als mein Kind, das kann ja gar nicht mein Kind sein. Kann aber auch sein, dass ich voll den Bullshit erzähle, aber so habe ich das im Kopf. Und deswegen soll man keine Vögel berühren, nie und immer, niemals. Es sei denn, es ist halt so ein Hausvogel, dann ist das okay. Und ich glaube, wenn es ein großer Vogel ist, dann ist das auch okay. Außer halt... Wenn man sieht, ja, Wildvogel und so, der hat bestimmt Würmer, also Kack. Ja, wollte ich nochmal so erzählen. Und ansonsten habe ich ganz schön viele Spinnen irgendwie in letzter Zeit in meinem Zimmer. Gestern auch. Ich habe so geschlafen, bin so auf meinem Kopfkissen. Und dann sehe ich so im Augenwinkel, während ich noch auf meinem iPad da irgendein YouTube-Video gucke, am besten von Kloxen, dass, oh Gott, dass da einfach so eine Spinne auf meinem Kopfkissen drauf ist. Das ist auch nicht so schön. Das war vor allem so eine Spinne mit ganz langen Beinen. Fand ich nicht cool. Und dann wollte ich sie rausschicken. Hab sie erstmal auf mein Kopfkissen gelassen. Kann man das nicht auch kaputt machen hier mit meinem
gut. Und dann war die Spinne einfach weg und jetzt weiß ich nicht, wo die ist. Jetzt ist sie bestimmt wieder irgendwo in meinem Zimmer drin und keine Ahnung, was passiert. Hä, bin ich hier einfach OP? Guck mal, ich kann einfach alles kaputt machen, was ich will. Hier sogar den und den. Ist scheißegal, was ich mache. Oh, okay, doch nicht. Nein, ich habe Sachen verloren. Oh Gott, geht alle weg. Ich hab... Oh, gut, 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 gut. Okay, ich muss vielleicht doch ein bisschen aufpassen, aber passt schon. Das ist locker schon das Ende des Levels. Ja. Okay, wie soll man da hochkommen? Wenn man hier unten... Ah, nee, okay. Wie hätte ich denn da hochgekonnt? Gab bestimmt noch irgendeinen anderen Ausgang oder so, dass man dann von oben dahin kommt. Mit dem Schlangenblock von A nach B. Schlangenblöcke sind das öffentliche Verkehrsmittel der Zukunft von Schlangenblock-Freundin. Alles klar. Okay, heute wird einfach die Tierfolge. Schlangen, Fliegen, Spinnen, komischer Vogel. Apropos Tiere. Wir haben ja noch ein Problem hier im Haus, und zwar so eine komische Maus. Das reimt sich, Leute. Gebe ich 3 von 5 für diesen Reim. Die hier immer alles blöd macht. Und wir wissen jetzt endlich, wo die herkommt. Die kam nicht einfach so hier rein und lebt zwischen der Decke. Nein, die ist einfach von draußen gekommen. Und zwar da, wo unsere Abzughaube ist für unseren Herd. Ja, für unseren Herd. Da führt halt so eine Abzughaube lang. Oder so ein Heißluftröhr führt nach draußen. Und da scheint die sich irgendwie durchgebuddelt zu haben. Beziehungsweise da ist die Wand halt aufgegangen. Und da kommt die Maus jetzt immer rein. Jetzt wissen wir das endlich. Und jetzt können wir das endlich zumachen. Und dann haben wir hoffentlich bald kein Mäuseproblem mehr. Das wäre richtig toll, oder Leute? Ich glaube, das wird richtig geil, wenn die Maus nicht mehr da ist. Weil die nervt richtig. Die kackt überall hin und ist doof. Ich könnte locker schon ins Ziel, aber ich will diese 10 Münzen haben. Ich will die 10 Münzen haben. Geh nach links. Ich glaube, sowas packe ich auch in mein Level noch rein. Okay. Level noch rein. Und so ein Schlangending. Ja, aber dann wir hoffen, dass wir jetzt irgendwann mal dieses Mäuseproblem lösen können. Jetzt wissen wir auch, wie sie da immer nach oben kam. Das hat uns auch immer gewundert. Weil das ist irgendwie, keine Ahnung, wie hoch ist denn so ein Zimmer? 3 Meter in der Höhe? Wahrscheinlich nicht. 2,5? Irgendwie so. Da kommt die ja nicht einfach so hin. Ist ja denn, die kann richtig gut klettern. Aber Mäuse können wahrscheinlich gut klettern, ne? Ja, aber so viel zu den Updates von den Tieren in meinem Haus. Ach so, und Aaron geht's gut. Das ist mein Hund. So, schalten und walten. Es ist wieder Zeit für ein bisschen Gehirntraining. Oh, ist das hier Dr. Kawashima? Die Ansagerstimme, oh. Wird unser Kandidat einen Ausschalter im richtigen Moment auslösen, um alle rosa Münzen zu erhaschen? Es erwartet ihn ein großzügiges Preisgeld. Bleiben Sie dran, denn jetzt heißt es Schalten und Walten. Wie so eine Gameshow. Witzig. Muss man bestimmt die Schalter alle im richtigen Moment drücken. So ein Level möchte ich auch noch spielen, wo man so eine Musik nachspielt und immer im richtigen Moment diese Schalter drücken muss. Okay, ich denke mal, wir müssen das losschicken. Und dann hier immer im richtigen Moment die Dinge aktivieren, damit er alles mitnimmt. Okay, das war schon mal 1. Ist die Frage, ob man stirbt, wenn man hier runterfällt. Ja. Okay. Weiß ich Bescheid. Also wir müssen das machen und dann einfach die Röhre wieder nach oben gehen. Und heute bei Schalten oder Walten. Der 8-Bit Mario versucht sich heute an den Untergrundleveln seiner Zeit. Was für eine tolle Zeit, diese 1980er Jahre. Keine Ahnung, wann Mario rauskam. Müssen wir echt 5 Dinger machen? Oh, er ist schon beim 2. Ist auch im Untergrund. Krasser Kaki-Cookie. Okay, das war falsch. Kann ich bitte noch einen haben? Dankeschön. So, aktivieren. Das war zu früh. Also der kann ja schon mal aktiviert bleiben. Dann muss er da auf jeden Fall runter. Wer da unten ist, dann drücken. Dann wieder drücken und wieder drücken. Und wir haben die 2. Münze. Wow, dieser Mario, er ist überhaupt nicht aufzuhalten. Was für ein krasser Dude. Er ist sehr gut in Schalten oder Walten. Aber schafft er auch die 3. Herausforderung? In der 3. Herausforderung geht's auch um Schalten oder Walten. Hätt's gedacht. Ah, shit. Der wird... Ui, das ist aber fies, weil... Man muss da unten auch noch im richtigen Moment wieder drücken, damit er die Münze halt einsammelt. So. Ja, okay, hier hat man zumindest ein bisschen mehr Spielraum. Okay, das war zu früh. Meine Güte, okay, das ist natürlich... Ah! So, hier warte ich einmal kurz. Und loslassen und loslassen. Okay, diese eine Münze da war natürlich sehr nett. Die hat halt angezeigt, wann man drücken musste. Jo, was ist gutes Level-Design. Und 4. Aufgabe. Wieder genau dasselbe. Krass. Okay, erstmal angucken. Der muss auf jeden Fall auf. Dann müssen wir den zumachen, damit er da einmal hin und her buddeln kann. Ding, ding, dung. Und dann macht er das da frei. Jetzt. Wieder. Nein, ich habe ihn kaputt gemacht. Oh. Und jetzt.
Jetzt. Sehr schön. Die hat die Aufgabe auch geschafft. Aber es ist so cool, was man alles einfach in diesen Mario-Level machen kann. Auch außerhalb von dem, was Mario halt selber irgendwie kontrollieren kann, wenn ihr versteht, was ich meine. So. Okay, sehr gut. Jetzt müssen wir hier einfach nur im richtigen Zeitpunkt. Quasi, wenn der nach oben kommt, der linke. Jetzt. So. War ja super easy. Ein Schlüssel für Mario. Jetzt muss er nur noch den Tresor öffnen und dann hat er einen ganz tollen Preis gewonnen. Und dieser Preis lautet 10 Münzen. Kommt man da noch irgendwie ran? Hä, wieso machen die denn hier immer so komische Sachen, wo man gar nicht rankommt? Warte. Die 10 Münzen hätte ich trotzdem gern. Kann man irgendwie so ein Ding mitnehmen? Ging das in diesem Spiel? Ich glaube fast nicht. Aber wir probieren es mal aus. Nee, keine Ahnung. Ich konnte ja auch nirgendwo groß werden, oder? Ist irgendwo ein versteckter Block oder so? Wie soll man denn an diese 10 Münzen da rankommen, hä? Hier muss doch irgendwo ein versteckter Block sein. Sowas nervt mich immer. Die packen hier einfach einen 10 Münzer hin und die kommen einfach nicht ran. Na gut, egal. Habe ich irgendwie übersehen. In anderen Mario-Teilen wäre jetzt auch die 10er Münze verschwunden und hätte mir noch mehr Punkte gegeben oder so. So, die Westflügelkanone machen wir auf jeden Fall noch fertig. Flucht vor dem Faulpilz. Das klingt nach einem Squall-Level. Oh, ich koche gern mit Superpilzen, aber letztens habe ich einen nach dem Einkaufen im Auto vergessen. Jetzt ist er ein Faulpilz geworden. Und das ist auf mich abgesehen. Kannst du ihn so weit von mir weglocken wie möglich? Klar. Klingt doch nicht nach einem Squall-Level. Klingt eher nach so einem Rätsel-Level schon wieder. Aber wenigstens in diesem super tollen Stil. Hallo, ich bin Mario. Okay, das ist der Faulpilz. Lol, der verfolgt einen ja wirklich. Das ist ja gruselig. Kann der auch hier hochhüpfen? Was? Okay, es ist doch ein Scroll-Level und der hüpft einfach. Was ist bei ihm kaputt? Die kenne ich auch nicht. Wieso gibt es sowas? Wie gruselig der auch aussieht. Alright, okay. Ein Gruselpilz, dein Verfolg, wie so ein Zombie. Und dazu ein Scroll-Level. Ganz tolle Sache. Ja, Leute, wenn eine wenn eine Zombie-Pilz-Apokalypse ausbrechen würde, wo ich Faulpilze verfolgen. Welche Waffe würdet ihr nehmen? Welche Waffe würdet ihr auswählen zu eurer Verteidigung? Wäre es eine Shotgun? Wäre es ein richtiger Pilz? Wäre es eine Pfanne, um den Pilz zu braten? Was würdet ihr auswählen? Und vor allem, wo würdet ihr euch verstecken bei einer Zombie-Pilz-Apokalypse? Ich glaube, einfach ganz weit oben wäre eine gute Idee. Also irgendwo, wo die halt nicht hochkommen. Irgendwie zumindest, wenn man ein Haus hat oder so, dann mindestens... Kann der hier auch hochklettern? Wehe. Nee, kann er nicht. Gut. Voll gruselig, der Dude. Zumindest auf dem Dachboden. Da kann man ja meistens die Treppe dann zumindest wegmachen. Dann können die da nicht hochhüpfen. Wow! Okay, das war ja mega knappi. Das ist ja mega assig. Okay, ich will die 10 Münzen nicht. Geh weg. Ich will dich nicht. Du kommst hier niemals hoch. Nein, niemals. Nein, niemals. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen ihn nach unten. Nein, wir müssen wieder nach oben. Nein, bitte geh einfach weg. Oh Gott, ich mag das nicht. Bitte nicht. Oh Gott, jetzt ist er mit mir auf der Wippe. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Auf einer Wippe mit so einem Giftpilz. Mann, wieso geht das Level so lang? Oh, bitte geh doch einfach weg. Nee. Das hier ist jetzt meine Wippe. Hallo, geh von meiner Wippe runter. Okay, geschafft. Nein, Ziel nicht erreicht. Okay. Gruselig. Ein Zombie-Pilz, da kann man bestimmt auch richtig geile Sachen mitmachen. Und damit ist auch die Westflügelkanone fertig. Oh, Fliege, geh weg. Wie die einfach die ganze Zeit hier ist, die nervt voll. Eine grüne Kanone. Meint ihr, auf der anderen Seite ist auch eine Kanone dann? Da, Fliege, weg. Hallo. So, mehr können wir uns noch nicht leisten. Westflügeldach kostet 1000. Warum ist der Westflügel so günstig, frage ich mich. Okay, die Kanone gucken wir uns aber auf jeden Fall nochmal an. Hallo, kleiner Toad, hast du eine schöne Kanone gebaut? Abfeuern. Ja, mach mal. Wo schickt er mich denn hin? Oh, hä? Ah, das ist doch die Dojo-Möwe. Die hat mir auch erklärt, wie man Level baut. Hallo, liebe kleine Dojo-Möwe, was hast du zu erzählen? Oho. Hallo, du hast schon ganz schön Zeug, was? Ich hatte einen Auftrag für dich. Flug über die Fluffgaläre. Das klingt auch wieder nach Squall-Level, okay? Also heute Tiere und verfolgende Dinger und ganz viele Squall-Level. Ich würde gern sehen, wie du dich mit einem Cape schlägst. Okay, mit dem Cape. Erreiche das Ziel, ohne den Boden zu berühren, nachdem du ihn einmal verlassen hast.
Wenn du dich an einer Ranke festhalten oder einen Gegner auf den Kopf springen willst, nur zu, das ist erlaubt. Okay. Nicht den Boden berühren, nachdem man ihn einmal verlassen hat. Das heißt, du musst auf jeden Fall die ganze Zeit fliegen. Aber Luftgalernen sind doch meistens ein Squall-Level. Ich glaube, das wird schwer. So, das Ding hier erstmal aufmachen. Mit diesen Luftcapes habe ich noch nie so... Oh, na, okay. Es geht jetzt schon los. Wir dürfen nie mehr den Boden berühren. Das heißt, wir müssen auch die ganze Zeit einfach B gedrückt halten, weil man sonst viel zu schnell fällt. Okay, die darf man wahrscheinlich auch nicht berühren. Nur mit einer Spin-Attacke, aber die habe ich ja leider nicht gemacht. Okay, sehr schön. An den Dingern darf ich mich festhalten, haben die gesagt. Und das geht hier auch. Okay. Die zählen quasi als Gegner, ja? Ja, das ist ja super einfach. La, 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 la. Und ich habe noch eine richtig spannende Frage. Oh Gott, okay, nee, ich muss mich ja kurz hier konzentrieren. Oh, okay. Das ist assig. Ich mag das nicht. Ich darf den Boden halt nicht berühren. Okay. Alles gut. Da muss man sich ganz schön konzentrieren. Leute, nutzt ihr eBay Kleinanzeigen? Ist gerade ein aktuelles Thema bei mir. Ich muss sagen, mit eBay Kleinanzeigen habe ich bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht, zumindest als Verkäufer. Weil da kommen dann immer die ganzen Leute an. Was letzter Preis? Erst machen die das immer, dann sagst du den letzten Preis und dann melden die sich nie wieder. Oder, was ich auch ganz häufig habe, dass die Leute dann sagen, können wir auch von 80 auf 60 runtergehen? Und dann sage ich so, ja, geht klar. Und dann melden die sich auch nie wieder. Oder sie sagen, ja, ich will's kaufen, sag mal, wo du wohnst, ich komme dann in einer halben Stunde. Und dann kommen die trotzdem nie. Keine Ahnung, also richtig blöde Erfahrung mit eBay Kleinanzeigen, wie ist das bei euch, Leute? Aber gestern hatte ich auch sowas, hat auch wieder jemand gefragt für meine VR-Brille, die ich ja verkaufen will. Statt 185 wollte er die für 160 haben, habe ich gesagt, jo, geht voll klar, ist voll Knorke und so, kannst du haben. Und er dann... Achso, nee, da habe ich aber noch keine schlechte Erfahrung gemacht. Aber ich habe ihn dann eine gute Nacht gewünscht. Hier darf ich rein, ne? Ja. Leute, also ich habe mit dem nur so 4 kleine Zeilen geschrieben und ihm dann gleich eine gute Nacht gewünscht. Ist das irgendwie strange? Kann man das machen bei fremden Leuten oder ist das verpönt? Okay. Ich habe verstanden, was wir hier machen müssen. Wir dürfen nicht die komischen Stacheln hier benutzen. Ich weiß nicht, ich habe mal so mitbekommen, dass das anscheinend sehr privatsphärisch ist, wenn man Leuten eine gute Nacht wünscht, was ich nicht so ganz verstehe. Weil man kann doch jedem eine gute Nacht wünschen, oder? Ist das nicht nett? Ich glaube, das ist nett. Brauche ich jetzt halt mal wieder so eine... Was ist denn hier für ein ekliger Kram? Okay, könnt ihr einfach nach links gehen und mich in Ruhe lassen? Okay. Einfach dran vorbei. Ein Leben haben wir ja noch. Easy. Meine Güte, was ein Level. Ich habe kein Cape mehr. Oh, okay, aber ich habe eine. Das ist das Ziel. Okay, ich habe ein bisschen Angst, dass die Wolke weggeht, deswegen gehen wir einfach ins Ziel und dann ist alles cool. Nicht, dass ich das alles normal machen muss. Blub! Schönes Level, Gurgur. Damit können wir auch wieder eine neue Baustelle anfangen, das ist schön. Wie zum Beispiel, wollen wir den Ostflügel bauen? Schon, oder? Oder so ein Dach? Dann hätten wir den Westflügel fertig. Ja komm, wir machen das Dach fertig. Gut, dann würde ich sagen, was ist das aber mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.